Stille im Corellgebirge. Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Letzte Folge sind wir hier über diese Schienen hinweg gewandert. Die eine Truppe und die andere Truppe mit der Lore hinterher geballert. Erinnerte so ein bisschen, wie gesagt, an das Achterbahn-Game aus dem Gold Saucer, was wir vielleicht da auch noch machen müssen. Mal gucken. Ja, wir sollen jetzt Richtung, über diese Hängebrücke und denke mal, geht da Richtung Corell, ne? Barretts Heimat. Mal gucken, wie er dort empfangen wird. Mit einer Backpfeife oder mit offenen Armen. Kannst kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tu ich auch. Gut, das klingt, ja. Er weiß ja, was er gemacht hat. Oder auch nicht gemacht hat. Wie sieht die Brücke cool aus? Wie es wackelt. Es wackelt, es wackelt! So, können wir hier schneller gehen? Ja, ne? Bisschen schneller! Kein Bomber auf der Brücke. Schade. Hier, North Corell. Geil. Na, ich bin gespannt. Moin. Nordkorell. Hoppla! Wen haben wir denn da? Huch. Welche Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt. Ist ganz schön mutig von dir. Da war sie, die Backpfeife. Bitteschön, der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Kommt. Er nimmt's wie ein Mann. Sie nicht. An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Von dem? Achso, von Barrett. Ah, Musik. Na, und endlich. Jetzt? Wo sind die Jungs? Ich dachte schon, wir lesen, ne? BDK-Gegner in Nordkorell hinzugekommen. Toll! Leute von außerhalb sind hier alles andere als willkommen. Im Coral-Gebirge ging es immer ruhig und friedlich zu. Doch inzwischen ist die Gegend zu einem einzigen Monsternest verkommen. Musik, ne? I love it. Oh, die haben's hutzelig hier. Genau. Der hat Nerven. Sollten ihn in einen alten Kohleschacht werfen und dort verrecken lassen. Wenn ihr das schafft. Eieiei. Naja. Oh, guck mal hier. Da ist die. Ist die Schiene? Ist das die Schiene? Nee, jetzt nicht. Astri hat immer so viel, ne? So viel Ähnlichkeiten. Hallo Kinder. Ich renne mal bis da hinten hin. Ich renne da einfach mal hin. Muss gucken. Geil. Okay. Ach hier, jetzt sind sie da. Hä? Ich hab sie eben nicht gesehen. Sehr schön arrangiert, muss ich schon wieder zugeben. Klasse Musik. Kinder haben's gut. Wer weiter will, muss bezahlen. Wie? Was? Für was denn? Schimmelgas, Hilfeleistungen reichen doch bei Weiben nicht aus zum Leben. Entschuldigung. Gleich sterben gehen. Ballern sich hier wirklich alle hier rüber weg? Wenn sie diesen Reaktor nie gebaut hätten, wäre mein Mann jetzt vielleicht noch am Leben. Daran muss ich immer denken. Wir wollten ein besseres Leben. Gib mir Taschengeld, bitte! Als Unheil. Ja, war gerade auf Klo hier? Wahrscheinlich, ne? Gut. North Corell natürlich seit nicht groß, ne? Also zumindest Albträume. Gefühlt gerade. Aber da oben geht's noch weiter. Nichts mehr zum Saufen da. Ach. Immer was holen, Alter. Ja, mach du das gefälligst. Und wo soll ich bitte die Kohle hernehmen?
Wir hätten das Zeug nicht an Barrett verschwenden sollen. Ja, richtig. Okay, ganz kurz geguckt. North Corell ist doch ein bisschen größer aus als gedacht. Aber mal gucken, wo es noch hinführt. Ich rede mal hier mit ein paar... Kann ich mit euch reden? Nee, kann ich nicht. Seit der Sache mit dem Marco-Reaktor ist hier. Guck mal hier. Haha, Tifa ist nämlich uns besser gesinnt als alle anderen. Ja, ja, ja. Finde ich gut. Ich möchte das Tifa-Date haben, definitiv. So, Junge, du hast doch bestimmt nichts Tolles, ne? Kundschaft. Nee. Nee. Sorry. Wie im Original, nix zu holen bei dir. Gehen wir mal weiter. Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Was lässt du dir? Aber ein Goldkettchen haben, ne? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Ja, ist ja gut. Ropeway. Ich glaube, da geht, genau. Da geht's zur Seilbahn. Was will so ein junges Bürschchen denn hier? Früher gegessen haben. Deinetwegen sind wir alle arbeitslos. Mal weniger saufen, Alter. Habt doch ein bisschen mehr Geld. Du kaufst sicher auch was, oder? Geil. Ich glaube, das sagt er im Original auch. Du kaufst sicher auch was, oder? Ja, aber du hast nicht so viel. Verschwinde von hier. Kuriert stumm. Weiß ich nicht, ob ich es brauche. Aber hier, nee. Kaufe ich jetzt bei ihm diesen blöden Reif? Nee. Hier, das kaufe ich bei ihm. Verschwinde von hier. So, immerhin das. Immerhin das. Und irgendwie? Da gab es doch bei dem einen Spiel eine Waffe zu gewinnen, ne? Hier, wilder Hatz. Das war doch... Das war doch was. Eine Waffe, meine ich. Und ich dachte immer, dass wenn man dann wieder an so einen Moment kommt, dass man das hier gleich kaufen kann. Aber ja, hier hast du ein bisschen Geld. Armer Schlucker. Tschüss. Ey! Geld wieder her, ich will umtauschen. Freundliches Pack. Ich kann gerne verkaufen, was du nicht mehr brauchst. Was will so ein junges Bürschchen? All das Gerede von sicherer Arbeit. So jung bin ich jetzt aber gar nicht mehr. Okay. Weiter gucken. Südeingang. Von was? Alles ist super. Mir ging es nie besser. Ich bin der König der Welt. Okay, da... Da ist ein Waffenhändler. Nee, Quatsch, da war ich doch gerade, ne? Genau. Da war ich gerade. So, mich hier. Entschuldigung. Wir haben mal hier in das Zelt rein. Beeilung bitte. Ja, sehr gut. Ich. Nee. Tschüss. Alter. Tschüss. Geh wieder. Ich geh jetzt hier hoch. Ja, es ist ja verständlich, dass sie pisst sind, ne? Wir werden es auch noch gleich erfahren, für die, die es noch nicht kennen. Ist halt so. So, Ropeway und South Entrance. Ihr Kinder des Planeten. Rock Bottom. Geile Bar. Könnt ihr seine Schreie vernehmen? Er ruft nach euch. Er braucht euch. Hier in Coral kehrten einst unzählige Seelen zum Planeten zurück. Es war ein gar allzu großer Verlust. Die Hinterbliebenen sind immer noch gefangen in Trauer, Angst. Sind wir hier im Jahr 1800? Schieß mich tot oder what? Wir haben genau. Ach, gucke an. Es geht schon wieder los. Momentan nichts. Schade eigentlich. Da ist ein Klavier. Wie sieht er denn eigentlich aus? Als ich hörte, dass die Mine geschlossen wird, habe ich all mein Geld investiert, um mehr zu kaufen. Doch nun ist es an der Zeit, dem Planeten unsere Kraft zu leihen. Ja, muss erstmal wieder umschauen, weißt du, wie es ist, ne? Also, wie es ist. Da steht Goldhauser dran. Gucke dich. Es ist etwas verwinkelt, muss ich schon zugeben, ne? Herberge. Hallo. Soll's ein Zimmer sein? Ja, ich ruhe mich mal kurz aus, ja. Kostet ja nix. Jetzt raus. Ja, na gut. Geil, was für ein Bettenlager hier. Tifa muss wieder alles umtreten. Wie sollte es auch anders sein? Nein, ich möchte keine Karten spielen. Was ist das hier? Was
Ich kann nicht mal mehr sagen, wonach es schmeckt. Oder ob es überhaupt. Ach so, die essen ja. Mir auch was. Keine Hektik. Wir müssen heute noch 300 von denen fertig machen, okay? So, hier. Da würde es. Da würde es wahrscheinlich eine neue Melodie dann auch noch zum Spielen geben, ne? Kann das sein? Und hier gibt's Barmherzigkeit des Planeten. Er übt hier Baseball an Barrett. Ums. Jetzt bin ich wieder hier unten, ne? Kaum ordentlich, sonst hast du gleich wieder Hunger. Was? Dachte, ich könnte ein Vermögen machen, indem ich das. Ey, lass mich. Ich will überall langlaufen, ne? Komm hier aufs Dach. Der Titel Mitarbeiter des Monats nicht mehr zu nehmen. Das ist doch ein Klacks. Und dann behandelt uns. Aber da unten lag doch was. Lag da nicht gerade was? Ach so. Da lag doch noch was. Warum ist das immer aber erst beim zweiten Mal ersichtlich? So wirklich. Da habe ich es einfach wieder nicht gesehen. Egal. Wir gehen mal in die Bar. Allein an der Bar. Er wird geboxt, Alter. Können wir mal aufhören? Hier wird geboxt. Soll ich vielleicht mal... Wie steht es um dein Klavierspiel? On the way. Lieferthema. Zielrang A. Bis jetzt sind wir auf Kurs. Hab Rang A. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt. Aha. Hätte und ich das der Welt die Schönheit des Klavierspiels näher bringst. Ich hoffe, dass sich unser Verein auch weiterhin auf dich verlassen kann. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, ich mal gucken. Ach so. Aha. Nee. Alles gut. Gibt's hier was Neues? Notenblatt Barretts Thema. Ich spiel das mal. Warum auch nicht? Gibt's wieder ein Copyright Claim. Aber nicht schlimm. Verdienen ja eh kein Geld hier. Okay, fertig. Musikstück auswählen. Da. So, dann lass mal jucken. Weil die hier mal alle ein bisschen beruhigen können, die Leutchen. Konzentration! Konzentration! Gott, Alter, ich hab's schon im Kopf. Das war jetzt, wird nicht so geil. Ja, noch geht's. Also ein bisschen verspieler ich mich schon, aber naja. Der Anfang war halt nicht so geil, ne? Das Ding ist, ich schiel nur mit dem... Ich guck gar nicht rüber auf die andere Seite. Ich versuch's einfach nur... irgendwie... zu schaffen. Naja. Ist das Rang A? Das ist Rang A. Das reicht mir. Das reicht mir. Viermal verspielt. Viermal verspielt. Aber der Rest war... gut. Ist okay. Schöne Runde Klavier gespielt zum Ende, Vorführung beenden. Das reicht mir. Rang A ist okay.
Bidü, 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 ein Ohrwurm. Für den Rest des Tages wahrscheinlich. Nur gucken, was er jetzt für Belohnung hat. Widerstand. Ärger mehr. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt. Ich hoffe, es geht auch immer weiter so. So. Ja. Ah. Aber er ist Gott sei Dank nur. Er ist ja Gott sei Dank nur zum Kartenspielen hier. Nein, will ich trotzdem nicht. Lass mich raus, lass mich raus. Weg. Doch nun ist es an der Zeit. Oh, da ist er wieder. Hallo, Chatley. Mensch, lange nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Du bist also auch in Coral Cloud. Früher hat man hier große Mengen an Kohle abgebaut. Doch dann hörten die Menschen vom Marco. Bald verdrängte das Marco die Kohle auf der ganzen Welt. Und das einst lebhafte Dorf verkam zu dem, was es heute ist. Wirklich traurig. So, was haben wir denn hier? Coral Region, ich habe null Daten. Und was heißt, wir ein bisschen sammeln? Was willst du denn hier? Kampfsimulator, einmal nur kurz reingeschaut. Mal wieder so eine Folge wahrscheinlich dann einschieben irgendwann, ne? Das bleibt nicht aus. Tja, erstmal Alexander. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen mehr in der Korea-Region. Das ist ja noch nicht zu Ende gewesen, ne? Ist ja noch nicht. Und das ist auch noch alles zu außer Kampftraining. Yuffie? Noch zu. Ja, nur Kampftraining Yuffie hat er bis jetzt. Da fehlt noch ein bisschen was. Entschuldige meine Nachfrage, aber ich habe schon lange nichts mehr von dir zu den Weltberichten gehört, Cloud. Du bist sicher nur beschäftigt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du sie einfach so vergessen würdest. Auf gar keinen Fall hätte ich sie aber so vergessen. Zeit für sie findest. Ja, wenn ich denn mal wieder kann. Das ist doch Piepsi. Die Vogeldame, mit der wir damals in der Mine den Sauerstoff überprüft haben. Piepsi. Ja. Da kann ich nicht raus. Noch nicht. Was ist denn hier? Zurück in Corell. Was ist denn hier eigentlich jetzt noch Phase? Ich war in der Bar. Hier unten war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Da gehe ich mal hin. Ihr Kinder des Planeten. Sprich also. Warte mal. Hier in Coral kehrten einst unzählige Seelen zum Planeten zurück. Es war ein gar allzu großer Verlust. Doch, da war ich doch schon. Warte mal, Zielbereich ist oben. Ja. Na, dann gucke ich mal da hinten, ne? Ihr reichen Schnösel habt's drauf. Freunde, Verwandte, Bekannte. Du, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier triggern tut. Dann ist uns der Titel. Erst kauft man sich große Mengen der neuesten Materie. Die bringt am meisten Gewinn. Lecker war's. Ist hier was irgendwas? Aber Schirr. Nö. Rocco. Rokoko, Rokoko. Muss ich vielleicht... Da liegt eine Materia. Wieso habe ich die noch nicht gesammelt? Hä? Hä? Hier war ich noch gar nicht. Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Ja, machen wir gleich. Erstmal die Materia haben hier tiefer. Mein Mann kam damals bei diesem grauen Feuer. Was ist? Alter, da war ein Satz. Wiederbeleben, sehr geil. Sehr, sehr nice. Noch was hier irgendwo rumfliegen? In den Ecken? Nee, ne, nur ein paar Fässer. Wie aus mich. Macht ein Gilwegzoll. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem. Alles klar. All das Gerede von sicherer Arbeit. Hier bin ich doch hoch. Nee, bin ich nicht. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir unseren Triggerpunkt gefunden. So schnell es geht. Und da gehen wir rein. Wie das Dorf. Was ist da oben?
Muss kurz gucken. Neugierig, neugierig. Ach, das ist die Seilbahnstation. Aber sie ist auch gar nicht da, ne? Sondern Heli-Landeplatz. Hier ist also die Bahn. Gott, fährt die komisch. Ach, da ist er. Er ist ja gleich da. Ist ja gar nicht so weit. Also im Original ist er natürlich viel weiter weg, ne? Deswegen habe ich gerade gedacht, hä, wieso ist das denn so komisch? Egal. Lalala. Aber bevor es in den in den Gold Saucer geht, wahrscheinlich noch einiges an Nebenquests erledigt werden müssen. Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Verstehe. Moment mal. Sheeran? Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt. Na, dann suchen wir mal Dr. Sheeran. Oh. Lass dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Sephiroth! Hör auf! Stimmt mit ihm. Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo, Rojos Zwillingsbruder, oder was? Ist lange her. Jahre her. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Hm. Ja, das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa, dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Hm. Aber sag mal, ihr seid ja ein bunter Haufen. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal. Muss dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Damit er nicht. Können auch gar nicht randalieren, oder? Alles an ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Okay. Was genau fanden Sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Oh. Ich glaube, dass es sich bei den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, da sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Aha. Dass das Mädchen von damals eines Tages hier mit Barrett zusammen auftauchen würde. Was das wohl zu bedeuten hat. Na, wir werden es erfahren. Ich überlege gerade.
Ich komme mir gerade, also ne, hier in später in einem Dorf, da gibt's ja dann auch nochmal so einen Doktor, der Cloud behandelt. So, verstehst du, ne? Klinik und Sheeran haben sich in all der Zeit kein bisschen verändert. Sie sind immer noch hier. Es ist ja nicht, oder? Ist das dieses Team? Sheeran hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten, sagt er. Das bleibt unter uns. Aber er versetzt die Lebensmittel mit Medizin. Aha. Sheeran war zum Zeitpunkt des Unglücks in der Klinik. Er blieb ja, okay. Warum gibst du denn keine Blutspende, hä? Cloud? Gold Saucer. Das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Da fahren wir hin, ja? Kommt schon! Ja, wir brauchen mal wieder Urlaub. Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Weiß ich doch. Wir suchen die Typen in Schwarz. Ah, das wird so toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Na. Nicht so voreilig, denn es gibt neue Aufträge in der Corell-Region, mein Freund. Hier gibt's erstmal einen, der sich Fragezeichen nennt. Gibt doch bestimmt noch mehr, oder? 2 von 4. Seilbahn, Cameron. Beschaffung der Corell. Ja, stimmt, den haben wir immer noch nicht, ne? Aber wir kommen ja auch nicht hin. Wir kommen ja da nicht hin. Wahrscheinlich erst später hin. So, ja. Ein neuer Auftrag ist bis jetzt nur verfügbar. War schade eigentlich. Obwohl, hier sind 2, ne? Sieht nach 2 aus. So, hier Aufträge. Der ist noch geschlossen. Haben wir geschafft. Hä, dann ist nur der hier, ne? Genau. So, dann der letzte. Weißt du was, den starten wir aber erst nächste Folge. Die Zeit rennt. In einer Stunde muss ich zur Arbeit und ich muss nur eine Folge bearbeiten, damit ihr heute noch was zu sehen habt. Ja. Dann gucken wir mal. Nächste Folge einmal die Nebenquest abreißen. Soweit geht. Ja, das ist okay. Ist okay. Die Quest machen wir dann und dann in der zweiten Folge wird es wahrscheinlich dann schon Richtung Goldshose gehen. Also, grobe Planung. Ich weiß nie, was da noch einen irgendwie noch in den Sinn kommt hier bei diesem Game. Ne? Gut. Würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei für diese Session. Danke, dass du mit dabei gewesen bist hier. Für deine Zeit. Wenn es gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, dann unterstützt du mich mega mit. Und womit du mich auch mega unterstützt, ist einfach in der nächsten Folge dich wieder auf die andere Seite vom Bildschirm zu klemmen und mir hier zuzuschauen, ja? Würde mich definitiv freuen. Also, bleibst du erstmal stabil, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.